Ich war erschöpft. Es war ein wirklich langer Tag in der Schule gewesen und dann war ich noch zum Fußballtraining geblieben. Also konnte ich es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Als ich um die Ecke bog, konnte ich in der Ferne mein Haus sehen und fast die Küche meiner Mutter riechen. Ich war am Verhungern. Plötzlich hörte ich das Quietschen von Reifen und ein Auto raste die Straße hinunter und direkt auf mich zu. Ich versuchte auszuweichen, aber es war zu schnell. Das nächste, was ich wusste, war, dass alles schwarz wurde. Aber bevor ich weitermache, ihr habt doch den Kanal abonniert, oder? Und vergesst nicht, die Benachrichtigungsglocke zu drücken. Als ich mich zu rühren begann, spürte ich, dass mein Kopf pochte. Ich versuchte, meine Augen zu öffnen, aber das grelle Licht von oben war zu hell, also schloss ich sie wieder. Charlie, kannst du mich hören? Ich erkannte die Stimme meiner Mutter. Ja, wo bin ich? Es war schwer, die Worte herauszubringen. Und als ich es schaffte, klang meine Stimme seltsam. Du bist im Krankenhaus, Liebling. Du hattest einen Unfall. Ich blinzelte ein paar Mal mit den Augen und öffnete sie dann. Meine beiden Eltern standen neben meinem Bett und hatten besorgte Blicke auf ihren Gesichtern. Da war ein Auto. Psst, Schatz, das wissen wir. Ich habe versucht auszuweichen. Versuch nicht mehr zu sprechen. Du hast einen gebrochenen Kiefer von dem Unfall. Ich schaute meine Mutter schockiert an. Ich konnte nicht glauben, was sie mir da sagte. Spiegel! Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Charlie. Bitte. Meine Mutter reichte mir einen Spiegel und als ich hineinschaute, bekam ich den Schock meines Lebens. Ich war kaum wiederzuerkennen. Mein Gesicht war völlig bandagiert und ich konnte sehen, dass einige meiner Zähne fehlten. Doch bevor ich etwas sagen konnte, öffnete sich die Tür und ein großer, dunkelhaariger Mann kam herein. Oh Gott sei Dank, er ist wach. Es tut mir so leid. Ich schaute den Mann überrascht an. Ich hatte keine Ahnung, wer er war oder warum er sich bei mir entschuldigen wollte. Es war ein absoluter Unfall. Mein Fuß blieb auf dem Gaspedal stecken. Ich habe versucht, dir auszuweichen, aber es ging alles zu schnell. Charlie, das ist der Mann, der das Auto gefahren hat. Ich sah den Mann entsetzt an. Das würdet ihr doch auch tun, oder? Ich meine, er war für die Zerstörung meines Gesichtes verantwortlich. Keine Sorge, ich werde den besten Chirurge bezahlen, der dein Gesicht wiederherstellt. Geld spielt keine Rolle. Was auch immer es kostet, ich werde es für dich tun. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich ich mich fühle. Aber seine Worte brachten mir keinen Trost. Ich wusste, dass ein Top-Chirurg Tausende und Abertausende von Dollar kosten würde und das würde er auf keinen Fall zahlen wollen. Aber ich hatte mich geirrt. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der mich angefahren hatte, ein Millionär war. Man könnte wohl sagen, ich hatte Glück. Wenn man schon von jemandem angefahren wird, ist es doch besser, wenn diese Person reich ist, oder? Der Mann stand zu seinem Wort. Etwa eine Woche später wurde ich operiert. Er bezahlte dafür, dass der beste Chirurg der Welt eingeflogen wurde, um die Operation durchzuführen. Nachdem mein Kiefer repariert worden war, besorgte er einen Zahnarzt, der mir ein neues Gebiss verpasste. Als der Tag kam, an dem die Verbände abgenommen worden sollten, war ich ein nervöses Wrack. Was ist, wenn die Operation nicht funktioniert hat? Was, wenn ich immer noch schrecklich aussehe? Aber ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Als die Krankenschwester den Verband abnahm und mir den Spiegel gab, war ich so glücklich über das, was ich sah. Ich sah so gut aus. Mein Lächeln war absolut perfekt. Um ehrlich zu sein, sah ich viel besser aus als vor dem Unfall. Meine Mutter und mein Vater waren so glücklich, als sie das Ergebnis sahen. Oh Charlie, du siehst so wunderbar aus. Ich glaube, ich muss weinen. Sei nicht albern, Mama. Es ist nicht zum Weinen. An diesem Nachmittag konnte ich das Krankenhaus verlassen. Als ich nach Hause kam, ging ich direkt in mein Zimmer und starrte mein Spiegelbild an. Du bist ein gut aussehender Kerl, Charlie. Ich konnte es kaum erwarten, alle meine Freunde in der Schule zu sehen. Aber als ich am nächsten Tag in der Schule kam, sprach keine meiner Freunde mit mir. Ich dachte, sie würden alle auf mich zukommen, um zu sehen, wie es mir geht. Aber es war so, als ob sie mich gar nicht kennen würden. Und wisst ihr, was noch wirklich seltsam war? Plötzlich fingen all die coolen Mädchen an, mit mir zu reden. Vor dem Unfall hatten sie mich nicht einmal angeschaut, aber jetzt schienen sie sich alle mit mir unterhalten zu wollen. Hallo du, ich bin Katie. Hey, wie heißt du? Ich bin Julie. Ich bin Charlie. Bist du neu hier? Nein. Ich wurde von Sekunde zu Sekunde verwirrter. Es schien, als hätten sie keine Ahnung, wer ich war. Bin ich wirklich so unerkennbar? Vielleicht haben meine Freunde deshalb nicht mit mir gesprochen. Ich ging zu meinem besten Freund Mike. Hey Mike, wie geht's dir? Er drehte sich um und sah mich mit einem schockierten Gesichtsausdruck an. Charlie? Ja, natürlich, ich bin's. Du siehst so anders aus. Ich meine, deine Stimme ist die gleiche, also weiß ich, dass du es bist. Aber dein Gesicht? Ich schätze, das passiert, wenn man vom Besten der Welt operiert wird.
Als alle anderen erkannten, wer ich war, waren sie ebenfalls schockiert. Wow, du siehst toll aus. Ich hätte nie gedacht, dass du das bist. Ich stand einfach nur da und genoss die ganze Aufmerksamkeit. Es fühlte sich wirklich gut an zu wissen, dass alle mich für so gut aussehend hielten. Ihr denkt wahrscheinlich, dass es nicht besser hätte werden können. Aber ihr irrt euch. Ihr werdet nicht glauben, was mir als nächstes passierte. Es war am Ende der Woche und ich war auf dem Heimweg von der Schule, als ich hinter mir ein Auto hupen hörte. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass es der Millionär war, der mich angefahren hatte. Er fuhr einen knallroten Cabrio-Sportwagen. Charlie, hi! Oh, hallo du. Schönes Auto. Ich habe gehofft, dass es dir gefällt. Warum? Weil es deins ist. Was? Du machst Witze, oder? Er lachte nur. Nein, ich mach keine Witze. Steig ein. Ich stieg ins Auto und er fuhr mich den Rest des Weges nach Hause. Ich weiß, dass ich für deine Operation bezahlt habe. Ich habe dir etwas Schreckliches angetan und ich wollte einfach etwas tun, um es dir wieder gut zu machen. Aber du hättest mir doch kein Auto kaufen müssen. Ich weiß, dass ich das nicht musste, aber ich wollte es. Ich wusste, dass ihr mir das Auto wahrscheinlich nur schenkt, damit ich ihn nicht verklagen würde. Aber das war mir egal. Ich hatte einen glänzenden neuen Sportwagen und ich liebte ihn. Danach änderte sich mein Leben komplett. Als die Mädchen in der Schule mein neues Auto sahen, wollten sie sich alle mit mir verabreden. Ich konnte mir aussuchen, mit wem ich mich verabreden wollte und keine von ihnen hat jemals Nein gesagt. Es ging so weit, dass ich jede Woche mit einem anderen Mädchen ausging. Mein Leben war vollkommen perfekt. Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Ich ging mit dem Mädchen, mit dem ich in dieser Woche zusammen war, die Straße entlang. Als ein Mädchen, das ich noch nie zuvor gesehen hatte, auf mich zustürmte und mir eine Ohrfeige verpasste. Als ich meine Hand auf meine brennende Wange legte, fing sie an, mich anzuschreien. Wie konntest du nur? Ich sah sie schockiert an. Wer bist du? Ihr Gesicht sah plötzlich verletzt aus. Was meinst du damit, wer bin ich? Ich bin deine Freundin. Nun, eigentlich bin ich jetzt deine Ex-Freundin. Das Mädchen, mit dem ich unterwegs war, zog ihren Arm von mir weg. Ist das wahr? Ist sie deine Freundin? Ich stand nur völlig verwirrt da. Ich hatte keine Ahnung, wovon das Mädchen sprach. Die beiden Mädchen drehten sich um und stürmten davon, sodass ich ganz alleine da stand. Was sollte das denn? Als ich nach Hause kam, erzählte ich meinen Eltern alles, was passiert war. Vielleicht habe ich durch den Unfall mein Gedächtnis verloren oder so. Charlie, du hattest keine Freundin. Ich habe keine Ahnung, wer dieses Mädchen war oder warum sie dir das gesagt hat. Vielleicht hat sie dich mit jemand anderem verwechselt. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, Mom. Ich beschloss zu versuchen, die Begegnung mit dem Mädchen zu vergessen. Sie war wahrscheinlich nur ein verrücktes Mädchen. Nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Aber so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte nicht aufhören, an sie zu denken. Wer war sie? Es war ein paar Wochen später und ich ging die Straße entlang, als ich plötzlich das Mädchen auf der anderen Straßenseite auf mich zukommen sah. Ich wollte die Straße überqueren, aber sobald sie mich sah, drehte sie sich um und lief in die entgegengesetzte Richtung. Ich musste die Wahrheit wissen, also begann ich ihr hinterher zu laufen. Und so dauerte es nicht lange, bis ich sie einholte. Warte, bleib stehen, ich will nur mit dir reden. Sie stand da, keuchend und nach Luft ringend. Ich habe dir nichts zu sagen. Stimmt es, dass du meine Freundin warst? Willst du mir sagen, du erinnerst dich nicht? Es tut mir leid, ich habe wohl durch den Autounfall einige Erinnerungen verloren. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer du bist. Außerdem habe ich meine Eltern gefragt und sie haben gesagt, dass ich nie eine Freundin hatte. Das liegt daran, dass sie nie von mir wussten. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Ich meine, man sollte doch meinen, dass ich irgendeine Erinnerung an sie haben würde, oder? Aber was, wenn sie die Wahrheit sagte? Ich musste es einfach mit Sicherheit wissen. Okay, wenn du meine Freundin wärst, was würde ich am liebsten essen? Sie lächelte mich an. Oh, das ist einfach. Eingelegte Zwiebelsandwiches mit brauner Soße. Ich schaute sie schockiert an. Natürlich hatte sie völlig recht. Und es ist ja nicht so, dass sie es hätte erraten können, oder? Dann holte sie ein paar Fotos aus ihrer Tasche. Das sind wir beide zusammen. Sie reichte mir die Fotos. Sie hatte recht. Es gab viele Fotos von uns, auf denen wir lachten und glücklich aussahen. Aber warum haben meine Eltern nichts von dir gewusst? Sie seufzte. Wir haben beschlossen, es geheim zu halten, weil wir wussten, dass sie es nicht gutheißen würden. Aber warum? Charlie, ich bin ein ganzes Stück älter als du. Sie würden es einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht einmal deinen Namen. Ich heiße Nina. Ich lächelte sie an. Hi, Nina. Hi. Hör zu, es tut mir so leid, dass ich mich nicht an dich erinnern kann. Ich wäre nie mit dir ausgegangen, wenn ich gewusst hätte, dass du meine Freundin bist. Kannst du mir verzeihen? Sie zögerte einen Moment, aber dann breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Ja, Charlie. Ich verzeihe dir. Denkst du, wir können noch einmal von vorne anfangen? Ich weiß nicht, Charlie. Du hast mir sehr weh getan. Ich weiß, das habe ich. Es tut mir wirklich leid. Meinst du, wir könnten Freunde sein? Ich denke, das wäre in Ordnung. Also wäre es in Ordnung, wenn zwei Freunde am Samstagabend zusammen ins Kino gehen würden? Sie lachte. Ja, ich denke, das wäre in Ordnung. Toll, es ist ein Date. Nein, Charlie, es ist kein Date. Ja, ich weiß.
Damit drehte sie sich um und ging weg. Wir sehen uns Samstag. Ich war so aufgeregt für den Rest der Woche. Ich konnte es kaum erwarten, bis es Samstag war. Schließlich war es an der Zeit, mich mit Nina zu treffen. Als ich im Kino ankam, stand sie schon draußen und wartete. Entschuldige, hast du lang gewartet? Nein, ist schon gut. Ich bin gerade erst gekommen. Komm, lass uns die Karten holen. Als wir uns den Film ansahen, konnte ich nicht umhin, einen Blick auf sie zu werfen. Sie war wirklich sehr hübsch. Ich wandte mich ab und sah mir den Film wieder an. Charlie? Du? Aber warum? Ich habe nur gedacht, wie hübsch du bist. Charlie, ich dachte, wir sind uns einig, dass wir nur Freunde sind. Ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber jetzt, wo ich mit dir zusammen bin, kann ich nicht anders, als mehr zu wollen. Bitte gib mir eine Chance, es wieder gut zu machen. Ich saß da, hielt den Atem an und wartete auf ihre Antwort. Mein Herz sank, als sie begann, den Kopf zu schütteln. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Okay, Charlie, wir können es noch einmal versuchen. Ja! Alle im Kino drehten sich um und sahen mich an, aber das war mir egal. Ich war so glücklich, dass ich es der ganzen Welt erzählen wollte. Von da an waren wir unzertrennlich. Am Anfang wollte Nina es noch geheim halten. Nur so lange, bis wir sicher sind, dass wir füreinander bestimmt sind. Zögernd stimmte ich zu. Okay, aber sobald es mit uns ernst wird, erzähle ich es meinen Eltern. Okay, sobald wir uns einig sind, dass es uns ernst ist. Es dauerte nur ein paar Monate, bis wir beide merkten, dass wir den Richtigen gefunden hatten. Es ist an der Zeit, es meinen Eltern zu sagen, Nina. Ich weiß, ich bin nur so nervös. Was ist, wenn sie mich nicht mögen? Natürlich werden sie dich mögen. Wer würde das nicht? Aber als ich es meinen Eltern erzählte, waren sie nicht gerade begeistert davon. Aber sie ist so viel älter als du, Charlie. Bist du sicher, dass du nicht lieber mit jemandem in deinem eigenen Alter ausgehen würdest? Ich liebe sie, Mom. Ich bin sicher, dass du das denkst, aber ich denke, es wäre besser, wenn du jemanden findest, der besser zu dir passt. Es ist mir egal, was du sagst. Sie ist das perfekte Mädchen für mich. Ich weiß, dass sie etwas älter ist als ich, aber wir verstehen uns sehr gut. Wir mögen beide die gleichen Dinge und sie ist so lustig. Meine Mutter konnte sehen, dass ich auf keinen Fall nachgeben würde. Also wandte sie sich an meinen Vater. Ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir das Mädchen kennenlernen. Wenn Charlie wirklich so versessen auf sie ist, sollten wir ihr eine Chance geben. Danke, Mama. Du wirst sie lieben. Nun, wir werden sehen, Charlie. Aber lade sie am Freitagabend zum Essen ein und wir werden sie kennenlernen. Als ich Nina sagte, dass meine Eltern sie zum Essen einladen wollten, war sie sehr nervös. Was ist, wenn ich etwas Dummes sage? Sei einfach du selbst. Ich weiß, dass sie dich lieben werden. Und ich hatte recht. Anfangs waren meine Eltern Nina gegenüber etwas frostig, aber als sie anfingen, mit ihnen zu plaudern und sie sahen, wie glücklich wir waren, kamen sie bald zu sich. Okay, Charlie, du hast unseren Segen. Wir sehen, wie glücklich Nina dich macht. Also sind wir froh, dass ihr zwei euch gefunden habt. Ich wollte aufstehen und tanzen. Mein Leben war durch diesen Autounfall auf den Kopf gestellt worden und ich hatte meine Erinnerungen an Nina verloren. Aber jetzt ist alles so, wie es sein sollte. Und obendrein habe ich ein perfektes Lächeln und einen Sportwagen. Klingt für mich nach einem ziemlich guten Geschäft.